das Meer und der Himmel. Der legendäre Leuchtturm von Vesterhever. Deiche mit Schafherden, weite Wiesen und weites Land. In Vesterhever treffen wir die Künstlerin Monika Nelting. Immer von Frühjahr bis Herbst verschlägt es die in Hamburg lebende Künstlerin an die Nordseeküste. Von ihrem Atelier und Wohnhaus sind es nur wenige Kilometer bis ans Meer. Kleine Straßen führen die naturverliebte Künstlerin an die Küste. Die Farbe Blau, sagt Monika Nelting, ist für mich die Landschaft, die mich hier umgibt. Das Meer, der Himmel, die Wolken und der Horizont. Aber Blau, das ist auch die Symbolik, die dahinter steht. Monika Nelting sucht die Auseinandersetzung mit dem Meer, den Elementen und Naturgewalten. Allerdings, Monika Nelting ist keine Freiluftmalerin, die in der Landschaft einfach die Leinwand auf eine Staffelei stellt. Das ist ihr zu wenig. Den Ursprung haben ihre Bilder direkt am Ort des Geschehens. Die nackte Leinwand trifft auf den wasserbedeckten Meeresboden. Mit den Füßen drückt die Künstlerin die ausgebreitete Leinwand in das Watt, knittert, walkt und traktiert sie mit den Händen. Sand, Wasser, Wind und Sonne wirken auf die Gestik der Künstlerin. Die Sprache der Elemente und die Gestik Monika Neltings verschmelzen, werden eins geistig und körperlich. Ich versuche, sagt Monika Nelting, ganz bewusst dem Unbewussten mehr Raum zu geben. Viele meiner Handlungen lasse ich auf mich zukommen. Ich setze mich dem Spiel des Meeres und des Windes aus. Alles, was ich wahrnehme, spielt eine Rolle. Die Sonne, das Licht, Kälte oder Wärme, der Himmel, die Wolken und die Farben. Der Wind, der Geruch vom Meer und das Möwengeschrei. Und alles, was da ist, Wasser, Sand, Schlick, Muscheln, Algen, alles beziehe ich mit ein. Ich möchte, sagt die Künstlerin, diesen Elementen entgegenkommen, indem ich auf sie zugehe und ihre Bewegungen mitmache. Das ist Monika Neltings künstlerisches Konzept Blue Idea, die blaue Idee. Sie will nicht nur die Elemente auf die Leinwand einwirken lassen, sie will auch ihre Wahrnehmungen mit ins Atelier nehmen und in den Malprozess einfließen lassen. So steht zu Beginn eines jeden Bildes ein ganzheitlicher Prozess zwischen Körper und Geist, eine Performance im Watt, immer neu und immer anders. Zum Trocknen legt Monika Nelting die Leinwand einfach auf den Rasen aus. Der Duktus der Natur und die Gestik der Künstlerin haben ihre Spuren hinterlassen. Einen Monat lang im Sommer öffnet Monika Nelting ihr Haus für die Öffentlichkeit. Sommeratelier nennt sie diese Aktion. Weit ab vom Dorf, idyllisch auf einer kleinen Warft, liegt das Sommeratelier. Kunstinteressierte Touristen und Einheimische können dann die Künstlerin in ihrem Sommeratelier besuchen, ihre Arbeiten betrachten und einen Blick ins Atelier werfen. Fast 4 Jahrhunderte alt ist das frühere Bauernhaus, ein sogenannter Hauberg, eine nur in dieser Region anzutreffende Bauernhausarchitektur. Heute ist der Hauberg Wohnhaus, Atelier und Ausstellungsraum zugleich. Und wo einst das Heu gelagert wurde, hat Monika Nelting den Raum für ihre Bilder eingerichtet. Ihre Gäste führt die Künstlerin immer persönlich durch das Sommeratelier, erläutert bereitwillig ihr künstlerisches Konzept Blue Idea, erzählt über ihre Arbeitsweise und diskutiert über ihre Bilder, über die vielschichtige Bedeutung der Farbe Blau, die Farbe des Meeres und des Himmels, die Farbe, mit der wir so viele Dinge verbinden, die in uns Gefühle und Sehnsüchte wachruft. Im Erdgeschoss, dem früheren Kuhstall, liegen die Werkstatt und das Atelier. Ultramarinblau. All ihre Farben mischt die Künstlerin aus Pigmenten an. Blau, sagt Monika Nelting, ist die Farbe der Ferne, der Sehnsucht, der Transzendenz, der Freiheit, der Wahrheit und des Göttlichen. Blau ist aber auch die Farbe des Dämonischen, der Nacht, des Traumes, des Unberechenbaren. Diese Gegensätze faszinieren mich. Wasser in seiner symbolischen Bedeutung spielt in allen Bildern Monika Neltings eine zentrale Rolle, wie bereits bei der Bearbeitung der Leinwand im Watt, so auch bei der Arbeit im Atelier.
Wachs hilft der Künstlerin dabei. Auf die Leinwand gegossen oder in mehrfachen Schichten aufgetragen, hat das Wachs mit seinen unterschiedlichen Oberflächenstrukturen den visuellen Charakter von Wasser. Mal transparent wie eine dünne Wasserschicht, mal milchig trüb wie Eis. Flüssiges Wachs sucht sich einen zufälligen Weg über die Farben. Mit dem Pinsel bringt die Künstlerin das Wachs gezielt auf die Leinwand. Wachs dient ihr auch als Trägermaterial für den feinen Sand aus dem Watt. Der Körper und nicht der Verstand nimmt viele Eindrücke, die ich draußen im Watt habe, ganz unbewusst auf, sagt Monika Nelting. Die Erlebnisse werden im Atelier wieder frei und fließen über meine Malgesten ganz unbewusst in die Bilder ein. Ultramarinblau, Kobaltblau, Indigo, Preußischblau. In der Verwendung aller verfügbaren Blaupigmente und unter Zumischung von Titanweiß erzeugt sie Blau in allen Schattierungen, in jeder gewünschten Helligkeit und Transparenz. Ich bearbeite die Leinwand so lange, sagt die Künstlerin, bis ich und die Leinwand eine gemeinsame Sprache sprechen. Blau, die Farbe mit den vielen Bedeutungen. Blau, die Farbe mit den Gegensätzen. Polaritäten, das ist Blue Idea. Das interessiert mich. Energien, die, wenn sie gegeneinander arbeiten, radikal aggressiv und zerstörerisch sein können. Und Kräfte, die, wenn sie sich verbinden, positiv, harmonisch und synergetisch wirken können. Dem Blau mit all seinen Wesenszügen ist die Künstlerin in ihren Bildern auf der Spur. Monika Nelting hat die nordfriesische Landschaft auserkoren, um in den Landschaften des Meeres und mit den Kräften der Elemente ihre künstlerische und philosophische Idee zu verwirklichen. Auf dem ausgebauten Heuboden über dem Kuhstall hat sie für ihre Bilder eine lichtdurchflutete Ausstellungsfläche geschaffen. Mit ihrer großformatigen Kamera dokumentiert die vielseitige Künstlerin selber ihre Arbeiten für den nächsten Katalog. Blue Idea, das Jahr des Drachen, so der Titel des Bildes. Monika Neltings Bilder sind kein Abbild der Landschaft. Sie zeigen uns keine bekannten Gegenstände. Auch sind die Naturgewalten, die Gewalt des Meeres oder die Macht der Stürme nicht ihr eigentliches Thema. Das Blau ist nicht einfach das Blau des riesigen Himmels von Westerhever, ebenso wenig wie eine fließende Linie dem Wasser im Watt entspricht, obwohl doch die Bilder dort ihren Ursprung haben. Ihre Arbeiten sind bildnerischer Ausdruck der ungegenständlichen Atmosphären, der abstrakte Widerschein der Elemente Luft, Wasser, Erde und Licht. Blau bedeutet für Monika Nelting das Bewusste und zugleich das Unbewusste. Beides ist so gegensätzlich und doch untrennbar miteinander verknüpft. Immer wieder tiefes Blau. Blue Idea, das Blut der Erde. In diesem Bild sind die Wassersandstrukturen aus dem Watt überhaupt nicht mehr sichtbar, völlig verschwunden unter zahllosen Schichten aus Farben und Wachs. Und doch ist noch der ursprüngliche Duktus der Elemente zu spüren. Red Idea, Blue Idea, Ideen zum Gleichgewicht. In einem umfangreichen Katalog gibt sie Einblicke in ihre künstlerischen Arbeiten über das Potenzial der Gegensätze von Rot und Blau. Der Horizont hat für Monika Nelting eine besondere Bedeutung. Horizonte sind in ihren Bildern als Linien auszumachen, auch wenn sie nicht horizontal, sondern mal vertikal, mal diagonal verlaufen. Die Horizontlinie, sagt die Künstlerin, ist nicht nur Grenze, sondern auch Mittler zwischen dem Meer und dem Himmel, wie der Übergang vom Bewussten zum Unbewussten. Das Wasser, das Unbewusste, das Tiefe und Dunkle und der Himmel, das Bewusste, die Klarheit und Helligkeit und dazwischen der Horizont, mal eine klare Linie, manchmal neblig, diffus. In einigen Bildern findet der Betrachter kleine Steine und Muscheln, Sand und Pflanzenteile, Fundstücke aus dem Watt. Wie die Malgestik von Monika Nelting, so sind auch diese Details mit Wahrnehmungen aus dem Watt verbunden und haben eine eigene Symbolik.
Wind und Sonne haben die im Watt bearbeitete Leinwand getrocknet. Monika Nelting erhält Unterstützung von ihrem Mann Jürgen. Ein neues Bild kann entstehen. Noch hat die Leinwand den Geruch nach Salz, Meer und Seetang. Doch das ist mit dem Auftragen einer Dispersion vorbei. Die Künstlerin fixiert die Spuren aus ihrer Performance im Watt. Ein Blick aus dem Sommeratelier. Pausen von ihrer Arbeit nutzt sie immer wieder zu kleinen Exkursionen rund um den früheren Bauernhof. Suche nach Material für ihre Bilder. Stürme, Eis und Regen haben an dem Schuppen aus Wellblech genagt. Die kleine Warft mit dem alten Backsteinhaus, das jahrhundertelang den Naturgewalten trutzte, ist für die Künstlerin ein mythologischer und inspirierender Ort. Ideal, um ihre bildnerischen Themen umzusetzen. In Blue Idea, Aspekte des Lebens, eine ihrer jüngsten Arbeiten, hat Monika Nelting hauchdünne, vollständig zu Rost verwitterte Blechfragmente eingearbeitet. In kleinformatigen Grafiken bringt die Künstlerin schnelle gestische Bewegungen der Natur in ebenso schnellen und spontanen Malgesten zum Ausdruck. Die rhythmischen Wellen des Wassers über dem riffeligen Wattboden, die aufblinkenden Lichtreflexe auf dem unruhigen Wasser, die Wirbel des böigen Windes über den Wiesen Nordfrieslands. Mit ihrem eigenwilligen Arbeitsstil und ihren speziellen Techniken schafft Monika Nelting Bilder, die mit ihren blauen Farbtönen, den archetypischen Strukturen und Formen uns in unserem Inneren berühren. Und uns daran erinnern, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen können. Und so könnte man Monika Nelting auch als eine Malerin der Meeressprache mit ihren tieferen Bedeutungen verstehen.